Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Adventskalender, auf den ich schon ziemlich lange gewartet habe und nun ist er endlich da und zwar der Zalando Beauty Adventskalender. Das hat sich dreifach geräumt, Leute, Hammer. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Zalando Beauty Adventskalender ist irgendwie immer so ein ganz besonderer Adventskalender. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob der genauso gut ist wie die letzten Jahre. Wir haben dieses Jahr, ich glaube auch wie letztes Jahr, so Schubladen hier drin, die aber sehr schwer rausgehen, weil die natürlich sehr, sehr voll befüllt sind. Man kann den Adventskalender auch dann einfach weiterverwenden und der kostet 77,45 Euro. Da bin ich echt gespannt, was sie dieses Jahr reingepackt haben, um den Wert halt zu rechtfertigen, ne? Genau. Ich habe jetzt einfach mal die beiden Schubladen hier rausgenommen. Es ist relativ unspektakulär, wenn man das mal so sagen darf, ne? Weil es sind einfach weiße Boxen mit goldenen Zahlen drauf, was per se ganz schön aussieht. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, oh mein Gott, unfassbar schönes Design. Aber im Gegensatz zum letzten Jahr ist er wenigstens etwas weihnachtlicher, muss ich sagen, weil wir halt die goldenen oder diese goldweiße Geschichte haben. Und hier haben wir dann quasi den Turm oder die Einschubgeschichte und das stelle ich mir doch einfach mal in den Hintergrund. Tada! Dann kann ich da nämlich gleich auch die ganzen Produkte reindrapieren, die ich auspacken werde. Es wird auch in diesem Adventskalender-Unboxing wieder eine Verlosung geben. Da werde ich 5 Produkte aus diesem Adventskalender verlosen. Was das sein wird, sage ich dir am Ende des Videos. Und was du tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau einfach gerne mal vorbei. So, und jetzt starte ich einfach mal mit der Nummer 1. Und die ist hier. Sehr, sehr leicht. Also wir haben hier Beauty-Produkte drin. Ich bin auch sehr gespannt, was für Beauty-Produkte das sind. Ne? Normalerweise auch sehr, sehr hochpreisige Geschichten, weil du findest ja bunt gemischt alles Mögliche auf der Homepage. Hier haben wir so in Seidenpapier eingewickelt etwas. Oh, von NYX. Bear with me. Hemp Chanvre Brow Setter. Ach schön, das ist von NYX ein Augenbrauen-Setter mit 6,5 Millilitern. Das finde ich interessant. Also ich glaube, selbst im NYX Adventskalender hatten wir nicht ein solches Produkt drin. Und ich habe mir jetzt schon beim ersten Produkt den Nagel eingerissen. Das läuft bei mir. Sieht so interessant aus, weil das halt so eine rosa Verpackung hat. Bin ich jetzt... Oh, ist das süß. Okay, wir haben hier ein mini kleines Bürstchen, was ich ja feiere. Und da ist auch irgendwie so eine roséfarbene Flüssigkeit dran. Also ich hoffe, dass das auch ein Produkt ist, was runtertrocknen wird. Der Duft ist okay. Weiter geht es mit der Nummer 2 und die hätten wir tatsächlich dann im zweiten Schub auch drin und die ist ziemlich groß. Oh, die ganzen Produkte sind hier immer wohl in so einem Seidenpapier eingepackt. Das finde ich ganz cool, denn ich verwende ja diese Adventskalender weiter und befülle die dann auch wieder selber. Dann geht da nichts kaputt. Und hier haben wir ein Pflegeprodukt von Dr. Botanicals und zwar das Hemp Bio Vitality Nutrition Oil. Das ist ein Gesichtsöl, was die Gesichtshaut nähren soll. Irgendwie so. Und hier sind 15 Milliliter enthalten. Genau. 2 bis 3 Tropfen am Morgen und am Abend auf die gereinigte Haut auftragen. Bei Bedarf mit einer Feuchtigkeitscreme fortfahren. Übrigens als kleiner Tipp am Rande, solltest du jemand sein, der Probleme hat, dass gegebenenfalls eine Creme krümelt oder halt ne Serum krümelt, gib dir einfach... Das solltest du sowieso machen, ne? Vorher einen Toner auf. Und wenn der Toner noch feucht ist, gib das Serum drüber oder eben eine Gesichtscreme. Dann funktioniert alles viel, viel besser. Jo, das ist dieses Öl. Das kommt mit so einer Pipette. Und das sieht interessant aus, definitiv, ne? Vitalität und Nähren. Vitalisieren und Nähren? So, ja. Das ist vegan, tierversuchsfrei und 100% natürlich. Nicht schlecht, oder? Ja, wir hüpfen immer hin und her. Ne? Jetzt haben wir hier die Nummer 3, nämlich in der anderen Schubladengeschichte drin. Na, und zwar hier. Welche Art von Adventskalendern magst du eigentlich am liebsten? Kläppchen-Adventskalender, Boxen-Adventskalender, Schubladen-Adventskalender? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Säckchen-Adventskalender finde ich auch total schön. Oh, hier haben wir auch wieder etwas... ich dachte, wir hätten Pflege drin von Mina oder von 3ina. The Cream Eyeshadow in der Farbe 963. Hier sind 3 Milliliter enthalten. Und ich glaube, den hatte ich auch schon mal. Cream Eyeshadows sind bei mir immer so eine ganz schwierige Kiste, weil ich habe ja so leichte Schlupflider. Und wenn ich dann ein Cream Eyeshadow auftrage, manchmal kann ich Glück haben und er hält halt wirklich bombenfest. Oder er rutscht mir halt relativ schnell in die Lidfalte und das finde ich dann etwas uncool. Das hier scheint wirklich so ein
moviger Ton zu sein. Ich werde den auch nicht auspacken, weil ich den natürlich weitergeben werde, weil ich hatte schon mal einen von Mina und das hat mir nicht so gut gefallen. Ja, weil der halt reingerutscht war. Ich meine, der war schimmernd. Der hier sieht jetzt sehr matt aus. Übrigens scheint das eine tierversuchsfreie und vegane Marke zu sein. Das ist auch sehr sympathisch. Genau, aber bleiben wird er leider nicht. Eigentlich total praktisch, dieses Reinstellvieh, ne? Dann kann ich die ganzen Sachen da wieder reinstellen. Nummer 4 haben wir auch im ersten Schub, genau wie die Nummer 3. Und die ist hier. Scheint ein Tool zu sein. Nee, oh. Hier haben wir einen Eyeliner. Ach, den hatte ich schon mal. Das ist toll. Da habe ich auch die Mascara von. Und zwar von Aiko oder Aieko. Das ist der Black Magic Eyeliner. Das ist so ein Filz-Eyeliner. Finde ich total super. Der hält ja auch echt gut, ne? Was steht da? If you can do liquid eyeliner, you can do anything. Also wenn du den Liquid Eyeliner ziehen kannst, dann kannst du alles. Okay, also müsste ich theoretisch alles können, aber ich traue mir jetzt nicht die Operation am offenen Herzen zu, um ehrlich zu sein. Ja, was haben wir hier drin? 0,4 Milliliter. Also das ist halt auch ein Produkt, was wir öfters mal in der Look Fantastic Beauty Box oder sowas drin haben. Kommen wir zum Tag vor Nikolaus, zu der Nummer 5 und die ist echt groß. Tada! Hier ist die. Die ist ganz schön schwer und groß und voll und weiß ich nicht, jedenfalls fühlt sie sich voll an. Das ist wieder Pflege scheinbar, denn das ist halt wieder so ein eckiges Ding. Nein! Ja, wir haben hier eine Zahnpasta drin von Marvis. 25 Milliliter, Aquatic Mint. Eine Zahnpasta. Leute, wer schon das ein oder andere Adventskalender-Unboxing oder auch Beautybox-Unboxing von mir gesehen hat, der weiß, dass nicht unbedingt Zahnpasta mein Lieblingsprodukt ist, ähnlich wie Telefonkabel, Haargummis oder auch Scrunchies. Das ist nicht so meine Welt. Ich benutze natürlich Zahnpasta, ich verwende es gerne. Ja, muss man ja auch morgens, abends, läuft, aber gehört nicht in Adventskalender, nee. Ich weiß nicht, was denkt man sich denn am 5. Dezember so? Yay, endlich kann ich mir wieder die Zähne putzen. Ich wusste gar nicht, wie ich das hinkriegen soll den ganzen Dezember über. Oh, kommen wir zu Nikolaus. Nikolaus ist schön groß. Müsste man theoretisch dann so rumhalten. Ist echt riesig, ne? Da darf gerne was Besonderes drin sein, denn das ist Nikolaus, Leute, oder? Okay, ein Shampoo. Ja, Aveda Nutriplenish Shampoo Light Moisture mit 50 Millilitern. Aveda ist schon eine hochpreisige Marke, aber muss das sein? Na, ich weiß ja nicht. Also ich werde jetzt mal dran riechen, wie das so schnuppert. Cool finde ich natürlich, dass du hier diesen so Aufmachding hast und nicht, ich muss es irgendwie aufmachen und hab's dann in der Dusche und weiß nicht wohin mit meiner Welt. Es riecht einfach mal nach nichts. Kann man machen, ne? Ja, hier steht auch Not for Sale drauf. Ja gut, ne? Also ich meine, dass wir ab und an mal Probegrößen drin haben, finde ich in Ordnung, weil nur Full-Size-Produkte packen die Firmen halt so gut wie nie in irgendwelche Adventskalender rein. Das wird allein von der Größe her nicht passen. Aber auch solche Größen kann man teilweise auch in Online-Shops, zum Beispiel bei Parfüm Dreams oder auch vielleicht, ich weiß es nicht, bei Zalando kaufen, das weiß ich echt nicht. Ja, also wird auf jeden Fall verwendet, aber haut mich jetzt echt nicht vom Hocker, so ein Shampoo im Nikolaus-Kläppchen. Oder habe ich das? Nee, ich habe es nicht falsch rum, ne? Nee, ich habe nicht 9 und 6 vertauscht. Beauty, gehen wir zu der Nummer 7. Die Nummer 7 ist auch relativ groß. Also man kriegt diese Boxen hier nicht so schön aus den Schubladen raus. Und wenn du die Boxen dann noch gleichzeitig in dem Adventskalender drin hast, könnte es eine ziemliche Friemelarbeit werden, um ehrlich zu sein. Aber gut, ist ja nicht jeder so eine Pussy wie ich. Ja, das hier ist jetzt irgendwie, jetzt hat es zerrissen, interessant verpackt. Idun Minerals Rich Moisture Serum. Sowas hätte ich mir tatsächlich in einer 6 erwartet, aber gut. Zalando, das ist eigentlich schon eine deutsche Firma, oder? Ja, eigentlich schon. Egal. Ja, das ist für sensible Haut, for sensitive skin. Hier sind 30 Milliliter enthalten. Simply pure and clean. Also das ist edel. Das ist edel. Haben die sich vertan vielleicht, als sie das gepackt haben? Weil ich glaube, Idun ist auch gar nicht mal so günstig. Ich weiß nicht. Ihr seid ja merkwürdig, Leute. Hm? Adventskalenderpacker, was habt ihr denn da gemacht? Da bin ich nämlich jetzt ziemlich begeistert von, um ehrlich zu sein. Ich versuche das tatsächlich auch zu verwenden. Das ist eine Marke aus Schweden, Idun. Ne? So, die Nummer 8 ist nicht nur Sammys Geburtstag, sondern es ist auch eine Zahl, die marken kann, dass es kracht. Und deswegen öffnen wir sie einfach mal und schauen, was drin ist. Ich glaube, wir haben hier immer relativ in einem guten Verhältnis dekorative und pflegende Kosmetik. Und deswegen hatte ich jetzt genau auf dekorative Kosmetik gehofft. Maybelline The Colossal,
Das ist diese Mascara und ich mag die Maybelline Mascara. Ich habe die hier tatsächlich auch schon da, weil ich ja auch schon andere Adventskalender geöffnet habe. Aber die ist sehr, sehr ansprechend, finde ich. Ist cool. Da haben wir schon mal eine ganz gute Auswahl an dekorativer Kosmetik hier auch mit drin. Die Augen sind fertig, ne? Wir haben Augen, hier Lidschatten, wir haben Eyeliner und wir haben Mascara. Da, so kann das weitergehen hier. Und Augenbrauenviech haben wir auch. Sehr gut. Nummer 9. Ich weiß nicht, also wenn da jetzt was Cooles drin ist, dann haben die die 9 und die 6 irgendwie vertauscht. Aber so rum war die halt drin, ne? Nee. Nee, Leute. Das ist auch so ein Produkt, was ich nicht so gerne in Adventskalendern mag, weil ich es einfach generell nirgendwo gerne mag, weil ich halt einfach zu meiner Blässe stehe und ich mag nicht so gerne bräunende Produkte. Das hier ist von Saint-Tropez Self-Tan Purity mit 14 ml Natural Glowing Skin. Das ist so ein Bronzing Spray fürs Gesicht. Ja, nee, also nee, das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Nö. Einfach nö. Ja, man konnte auf der Homepage auch sehen, was drin ist. Ich habe auch ein bisschen gespickt und habe gesehen, naja, so ultimativ wird es vielleicht doch nicht werden. Aber ich habe mich auch schon öfters mal überraschen lassen, ne? Dass dann die Produkte, wenn ich sie in der Hand gehalten habe, doch irgendwie cooler waren. Aber irgendwie hat der Adventskalender mich noch nicht so ganz gecatcht. Und jetzt kommen wir in den zweistelligen Bereich. Hier sind wir bei der Nummer 10. Das ist aber ein Haufen hier. Ah, okay, ja, weil da sehr viel Verpackungsmaterial drum zu ist. Ich glaube, genau das gleiche hatten wir letztes Jahr auch schon im Adventskalender drin. Und zwar ist das die Egyptian Magic All-Purpose Skin Cream mit 7,5 Millilitern. Das ist halt so eine sehr, sehr feste Creme, die du dir einfach überall drauf schmieren kannst. Die kannst du dir ins Gesicht machen, die kannst du dir auf trockene Stellen am Körper machen. Du kannst dich da ganz körpermäßig eincremen, wobei da kommst du mit 7,5 Millilitern nicht ganz so weit. Für die Hände kannst du es nehmen. Das ist mit Honig und Olivenöl, was halt super, super pflegend sein soll. Und ja, deswegen ist es eigentlich eine ganz coole Nummer. Ja, ich habe sie aber auch letztes Jahr, glaube ich, weitergegeben und nicht selber verwendet, um ehrlich zu sein, weil ich nicht so gerne diese Cremepöttchen mag, wo halt ultimativ festes Gedöns drin ist, weil da musst du da mit dem Fingernagel durch oder du musst es so Ewigkeiten rühren, bis du da in der Erwärmung drin hast, um das dann aufzugeben. Das geht mir dann ein bisschen auf die Nerven. Du kannst es auch für die Lippen verwenden als To-Go-Lip-Gedönsen, aber ja, ne. Okay, Nummer 10, dann gehen wir jetzt mal weiter zu der ersten Schnapszahl und das wäre die Nummer 11 und die ist winzig klein. Also das ist mit die kleinste Box hier beim ganzen Adventskalender. Sie ist aber prall gefüllt. Na gut, allein dieses Seidenpapier nimmt schon einiges ein. Aber ich muss sagen, die Produkte sind hier eigentlich ganz gut eingetroffen. Bis auf dieses hier. Ich mache es einfach auf und es ist überall ölig. Also da scheint was ausgelaufen zu sein. Irgendwo scheinbar kaputt oder so. Ich weiß nicht, weil das ist ein bisschen ausgelaufen. Bumble and Bumble Surf Sprays. Ein Salzspray ist das. Mit 15 Millilitern. Das soll dann so ein bisschen Textur in die Haare geben. Was ich eigentlich ganz schön finde. Ne? Wenn du so Beach Waves dir so rein crunchen möchtest oder so, ist es eine ganz schöne Geschichte. Also das kann man sich wohl mal machen. Wenn ich die ungefähr nur so bis hier hätte, dann kann man sich das nämlich so ein bisschen, ne, um ein bisschen Volumen reinzuzaubern, machen. Wollte ich gerade loben, dass hier nichts ausgelaufen, kaputt oder sonst irgendwas ist und dann ist es kaputt. So, die Halbzeit, das wäre die Nummer 12, haben wir hier oben. Das ist eine Tube hier drin. Ach, guck mal, das hatte ich auch schon mal. Das finde ich ganz angenehm. Das ist von Grow Gorgeous Repair Strengthening Hair in Scalp Mask mit 30 Millilitern. Das ist eine Maske für die Haare und für die Kopfhaut. Das ist eine ganz gute Geschichte, ne? Weil man hat auch gerade so im Winter, wenn man viel Mützen trägt, eine etwas trockenere Kopfhaut, weil das Ganze halt auch irgendwie, ne? Also hier ist ja eine Temperatur unter dieser Mütze, Leute, ihr macht euch keine Vorstellung. Genau, und das lässt du einfach 5 Minuten drauf und dann kannst du es abwaschen und das finde ich eigentlich ganz nett. Doch, das gefällt mir. Da wurde jetzt auch mal an die Haare gedacht, wobei jetzt zwei Kläppchen hintereinander an die Haare gedacht wurde. Dann gehen wir jetzt mal weiter zur nächsten Halbzeit und zwar die Nummer 13. Jetzt kommen die nächsten 12 Kläppchen, Boxen, Türchen, Viecher, Produkte. Und hier haben wir etwas von Ilamasqua drin, sehr schön. Hydravail Rehydrating Gel. Das ist mit 7 Millilitern ein feuchtigkeitsspendendes Gel für die Haut. Und das kannst du entweder einzeln verwenden, um halt einfach deiner Haut Feuchtigkeit zu geben. Oder du gibst es halt so unter dein Make-up, als Make-up-Basis. Das habe ich auch schon gehört, dass es richtig gut sein soll. Das ist mit Vitamin B3 und Sodium Hyaluronat. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal, als ich bei Look Fantastic was bestellt hatte. Das ist echt ein schönes kleines Pöttchen, ne? Gefällt mir richtig gut. Ich glaube, nee, wir haben hier so ein richtiges Gel, das ist so richtig durchsichtig. Da bin ich ja echt gespannt, ne? Wie das so auf der Haut sein wird. Das ist wie ein Flubber.
die Kamera eher weniger einfangen, weil, ne, durchsichtig halt. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Das flabbert so vor sich hin halt. Und, huch, irgendwas hat sich in meinen Haaren verfangen. Was war das? Achso, das war der Deckel. Jetzt habe ich das Gel an meinen Haaren. Geil. Geil. Jetzt habe ich hier was auf der Hand und ich habe hier was auf der Hand. Das läuft ja bei mir. Und in den Haaren habe ich es auch noch. Ja, she's a professional, Leute. Dann nehme ich einfach mal was vom Deckel hier. Der ist ja eh hier schon ein bisschen... Sieht man das hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Flabbert da so rum. Ne? So viel nimmt man vielleicht fürs ganze Gesicht. Ich weiß nicht. Ja, aber das zieht echt schön ein. Das ist wie so ein Aloe Vera Gel tatsächlich. Von der Textur her auch. Sehr, sehr cool. Hinterlässt so eine ganz leicht klebrige Haut. Also das finde ich interessant. Kann ich mir wirklich gut als Primer vorstellen. Riecht so nach nichts. Hat gar keinen Duft. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Weiter geht es mit der Nummer 14. Da ist auch wieder irgendwie Pflege mit drin. Okay, das ist von Hey Organic die Cherishing Body Lotion Cactus. Ich mag leider diesen Duft von Hey Organic nicht so super gerne. Wir haben hier 50 Milliliter drin. Cool finde ich aber hier, dass du so einen Pumpspender hast. Das feiere ich einfach tierisch, wenn man sowas bei Body Lotions und so hat. Und wenn man da dann den letzten Rest rausbekommen möchte, stellt man das einfach über Kopf. Dann kriegt man das schon hin. Aber so kann man dann am besten damit arbeiten, weil du musst halt nur so draufdrücken oder du kannst halt direkt so das über den Körper machen, ne? Finde ich richtig cool. Kommen wir nun zu der Nummer 15. Die ist auch wieder mit in dem unteren Schub und die ist relativ leicht. Leicht dekorative Kosmetik. Oh, nee, fühlt sich eher wie eine Maske oder sowas. Wow, ja. Ich weiß ganz genau, wem ich die geben werde. Okay, Incredible Catnap Brightening Sheet Mask. Also das ist für normale bis trockene Haut eine aufhellende Tuchmaske. Und das ist einfach eine Katze, ne? Ja, es wird auf jeden Fall ein Katzenfreund von mir in ihren Adventskalender bekommen. Also du weißt von nichts. Hab's bitte direkt vergessen. Ich glaube, sie wird mein Video auch schauen. Aber, ne? Das finde ich toll. Das finde ich total süß. Und sie ist halt auch echt ein Maskenfan, deswegen macht das auf jeden Fall Sinn. So, dann gehen wir jetzt weiter zu der Nummer 16. Ja, die Nummer 16. Sehr klein. Oh nein. Oh nein. Oh, ich will gar nicht gucken. Das sind Invisibobbles, ne? Ja. Leute, ich habe von Zuschauern einen Link zugeschickt bekommen. Es gibt einen Invisibobble Adventskalender für schlappe 160 Tacken. Ich packe euch den Amazon Affiliate Link mal unten in die Infobox. Schaut ihn euch gerne mal an. Ich habe gesagt, nein, ich werde es nicht öffnen. Da sind auch andere Produkte mit enthalten, aber das, ich habe echt einen Invisibobble Overload. Ne? Da brauche ich nicht einen ganzen Adventskalender davon haben. Also wenn hier jetzt auch noch eine Nagelfeile mit drin ist, dann haben wir ja wirklich alles mitgenommen. Ne? Aber eine Handcreme hatten wir jetzt noch nicht. Das wäre sonst ja auch der Klassiker gewesen. Okay, Nummer 17. Aber beschreien will ich es jetzt irgendwie auch nicht, ne? Oh. Ganz klein, dekorative Kosmetik. Nein, der nächste Klassiker. Okay, es ist von Tweezerman. Tweezerman ist ja auch eine relativ teure Marke. Es ist eine glitzernde Pinzette, aber es ist halt eine Pinzette. Und auch das ist eher so ein Füllmaterial, was halt wirklich sehr nervig ist in Adventskalendern, was Menschen nicht so gerne da drin haben. Also da hätte ich mich jetzt nicht so ultimativ gefreut, wenn ich das jetzt so hintereinander aufgemacht hätte, ganz regulär am 16. und 17., muss ich gestehen. So, dann gehen wir mal zu der Nummer 18, die ist auch wieder relativ klein, aber schwer. Hier ist irgendwie was Eckiges drin. Oh, nee. Estee Lauder Pure Color Envy Sculpting Lipstick und zwar 3,5 Gramm sind hier drin enthalten. Envy Creme, die Nummer 532 Burn It. Es bricht mir das Herz, weil ich glaube, dass das eins der Herzstücke aus dem ganzen Adventskalender ist. Aber ich habe mir geschworen, dass ich versuche, keinen roten Lippenstift zu behalten. Und da muss ich jetzt auch hart bleiben. Ja, genau. Der wird dann nicht bei mir bleiben. Gehen wir mal zu der Nummer 19. Die ist hier. Ach Gottchen. Das hier ist von Weleda, das SOS Spot Treatment. Das ist neu, das ist mit Weidenrinde und das enthält 10 Milliliter.
Und das kannst du dir dann halt gezielt auf Pickel aufgeben, auf Rötungen aufgeben, reduziert Pickel und Hautunreinheiten, kühlt und beruhigt Pickel sofort. Also das ist halt hier diese kleine Tube. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Oh, hier ist wieder irgendwas Pflegendes, glaube ich, drin. Oh, von Y. Haircare. Leave-In Conditioner. Okay, 25 ml sind hier enthalten. Sowas mag ich ja ganz gerne. Das verwende ich auch jeden Abend tatsächlich für meine Haare. Deswegen ist es auch was sehr Gutes für mich tatsächlich. Also das, was ich halt auch gerne dann behalten werde. Ich weiß, das riecht angenehm. Das soll deine Haare weich machen und sanft und entwirren. Weiter geht die wilde Reise mit der Nummer 21. Die ist hier. Irgendwie möchte ich nicht, dass es aufhört, weil ich hatte noch nicht so ein Kravum-Produkt und ich brauche diesen Kravum-Moment. Ne? Wenn jetzt der Lipstick von Estee Lauder in einer anderen Farbe gewesen wäre, hätte ich mich mega gefreut. Gut, das Serum in der 7 war schon gut, aber hier haben wir von Aveda ein weiteres Shampoo und Zeri Almond, also quasi Kirschmandel, ein Softening-Shampoo, das soll deine Haare sanft machen, mit 50 Millilitern. Okay, ja, das zweite Shampoo, ne? Jetzt kommen wir zum wirklich kleinsten Kläppchen und das ist die Nummer 22. Die ist ja wirklich winzig klein, ne? Die zweite und letzte Schnapszahl. Das ist ein kleines Tütchen. Oh ja, die hatte ich schon mal, die ist gut. Sand and Sky Australian Pink Clay, eine Pore Refining Face Mask. Die soll mit 13 Gramm. Das ist so eine Maske, die machst du dir auf dein Gesicht und dann lässt du die antrocknen. Aber Achtung, lass die nicht zu lange antrocknen, weil wenn die zu sehr antrocknet, dann musst du zu sehr schrubben, um sie runterzukriegen. Geh nicht von Anfang an in die Vollen. Also das hatte ich tatsächlich mit dieser Maske auch. Und dann rubbelst du dir das Gesicht runter, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber es ist wirklich eine hilfreiche Maske, die dir wirklich die Poren verfeinert oder reinigt. Und ja, die ist schon gut, ne? Definitiv. Kommen wir nun schon zum Tag vor Heiligabend, zum 23. Dezember. Ja, jetzt hauen die noch ein bisschen was raus, ne? Hier haben wir noch einen Lippenstift und zwar den MAC Frost Lipstick mit 3 Gramm. Das ist dieser hier. Hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch mit drin, aber ich weiß nicht, ob das jetzt dieselbe Farbe ist. Das ist jetzt die Farbe CB96. Wobei, letztes Jahr hatten wir CB96 A97. Ich sehe da keinen Unterschied. Jedenfalls nicht wirklich, ne? Ich glaube, dass es keinen Sinn ergibt, wenn ich den jetzt behalte. Man sieht, wie häufig ich meinen verwendet habe, nicht. Ich kann euch ja meinen mal swatchen, einfach damit ihr seht, merkwürdig, wie der so aussieht, ne? Das ist halt der vom letzten Jahr aus dem Adventskalender hier. Genau, auch aus diesem Zalando Adventskalender. Ist schon schön, ne? Und ich denke, dass der aus dem Adventskalender jetzt ähnlich sein wird. Ärgert mich ein bisschen, ne? Weil den hätte ich jetzt cool gefunden, wie gesagt, wieder in einer anderen Farbe. Das ist halt auch eins der Herzstücke von dem Adventskalender. Also wenn in der 24 jetzt nichts Gutes drin ist, dann behalte ich aus Trotz den Estee Lauder Lippenstift. Muss ich ehrlich sagen, weil ansonsten bin ich einfach zu deprimiert. Dann kommen wir jetzt mal zu 24. Die ist ganz schön groß und schwer. Was ist da wohl drin? Pflege wahrscheinlich, weil so groß und so schwer, ne? Ist eckig. L'Etoile Infinie Argentum. Hä? Twin Enhancing Face Oil. Okay, ein Gesichtsöl, was dich zwillingsmäßig toll machen soll mit 30 Millilitern. Kann man hier so dran ziehen. Bestimmt super teuer, wenn das so eingepackt ist, oder? Habe ich aber noch nie was von gehört. Hä? Krass, du hast ja einfach auf dieser Verpackung gar nichts draufstehen. Aber hier unten steht es drauf. Agentum. Aha. Wahrscheinlich mit Argan, ne? Gesichtsöl, weiß ich nicht. Steht hier was in diesem Beipackzettel? Beipackzettel heißt ja immer, ist teuer. Das soll dir entsprechend die Haut strahlend machen. Das ist nicht komedogen, also nicht pickelverursachend. Und das soll Anti-Aging-Wirkung haben, also Anti-Falten. 100% natürlich. Hochpreisiges Pflegeprodukt in der 24. Aber Leute, ich behalte trotzdem aus Trotz die den Lippenstift von Estee Lauder. So sieht der Estee Lauder Lippenstift aus. Der wird jetzt behalten. Kaboom! Wunderschön. Riecht leicht süßlich. Und der ist halt super schön auf der Haut, ne? Ja, ich weiß, mein 5-millionenster roter Lippenstift und mein trilliardenster Lippenstift allgemein. Aber der ist schön. Den kann ich mir auch sehr gut als Adventskalender-Unboxing-Lippenstift vorstellen. Aber nein, ich habe ja schon einen anderen. Oh, und der schließt magnetisch.
Na gut, komm. Lasst mir jetzt einfach mal die Freude über diesen Lippenstift, weil das ist das Letzte, was mir noch bleibt. Diese fünf Produkte möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Das ist einmal die Sentence Sky Gesichtsmaske, dann von Hey Organic die Body Lotion, von Saint-Tropez das Gesichtsbräunungsspray, Leute natürlich die Invisibobbles, ich habe echt genug, und die Egyptian Magic All-Purpose Cream. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Weil der Adventskalender ja da vorne noch belagert wird, halte ich jetzt diese beiden Viecher mal hoch. 77,45 Euro ist meine Ansage. Wir haben aber sehr hochpreisige Produkte drin und ich glaube auch, dass wir einen annehmbaren Warenwert erreichen werden. Die Frage ist halt, inwiefern einem die Produkte an sich zusagen. Wenn man nicht so ein Freak ist wie ich und sich ständig irgendwie 5 Milliarden Adventskalender kauft, ist es auf jeden Fall ein Adventskalender, der durchaus sinnvolle und abwechslungsreiche Produkte enthält. Und das war es jetzt auch tatsächlich von mir und dem Zalando Adventskalender. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!